Und ja, wenn Sie irgendwo eine Frage haben, dann schreiben Sie kurz, oder ich kann Sie auch mit dem Mikrofon freischalten. Wie gesagt, sind nur wir zwei momentan noch hier im Chat. Und im Hintergrund sehen wir ja eine Position oder eine Aktie, sage ich mal, die heute recht gut gelaufen ist, wo wir eine Position jetzt offen haben. Ich glaube, Einstieg war hier bei, muss jetzt lügen, irgendwo bei 5,50. Und ja, rechts ist im Endeffekt der Aktienchart. Fangen wir mal damit an. Denke, das sollte eigentlich so aus dem Newsletter auch hervorgegangen sein. Das Grüne immer so das vorgegebene Target ist, Rot unser Stop-Kurs und die weiße Linie stellt in der Regel den Strike-Preis dar, der Option. Hier ist es mal ein außergewöhnliches Beispiel, da liegt der Strike-Preis unter dem Stop-Kurs. Dazu komme ich aber gleich noch. In der Regel sind das immer Kurse, die noch nicht erreicht sind, also wir handeln meistens Optionen, wie man so schön sagt, die dann außerhalb des Geldes liegen, den Strike-Preis noch nicht erreicht haben. Hat den Vorteil, dass sie deutlich günstiger sind als natürlich Optionen, die schon im Geld liegen und natürlich dann auch dementsprechend eine höhere prozentuale Veränderung haben als jetzt Optionen, die teilweise, wie hier gesehen bei MU, schon im Geld liegen. Aber da kommen wir gleich noch hinzu, was hier der ausschlaggebende Punkt war. Ansonsten ist der Daily-Chart recht simpel aufgebaut. Ich habe hier, ja, die blaue Linie ist ein einfacher Moving Average Exponential mit einer Länge von 50. Das wird von vielen, ja, sage ich mal, jetzt Händlern auch mit benutzt und ja, hat, wie man so schön sagt, auch so eine gewisse Selbst, jetzt komme ich, fulfilling prophecy, selbsterfüllende Prophezeiung. Also, dass man halt, wenn viele sich danach richten, dass es dann auch im Endeffekt so kommt. Hier sieht man halt ein paar Mal ganz schön, dass es genau oder fast genau hier an dem Moving Average wieder abprallt. Das ist für viele, wie gesagt, eine markante Marke. Hier, wenn man den Vorlauf sieht, hat es im Endeffekt fast gar keine Bewandtnis. Das ist nur so als grobe Orientierung. Dann sieht man auch jetzt über einen längeren Zeitraum, wenn man sich mal den Durchschnitt anschaut, sind wir, auch wenn die MU recht starke Schwankungen hat, in einem steigenden Markt über die letzten Monate. Gab immer wieder neue Hochkurse und das sieht man auch ganz leicht hier an der Durchschnittslinie. Das, wie gesagt, nur so eine kleine Unterstützung. Viel wichtiger sind die zwei Indikatoren hier unten im Chart. Das heißt einmal Volumen kurz mit der Länge von 8 und die Volumen Put. Ich sage mal, das ist prinzipiell eigentlich so die erste Selektion, die ich dann auch über den Radarscreen logischerweise durchführe. Und da schaut man halt speziell jetzt nach solchen Tagen im Detail, wo jetzt die Volumen der Calls deutlich über dem Durchschnitt liegen. Die rote Linie ist hier der Durchschnitt. Dann muss man natürlich reingehen und schauen, welche Calls waren das, welche Laufzeiten, waren es Neueröffnungen, waren es Schließungen. Aber das ist im Endeffekt das erste Signal, dass wir hier überdurchschnittliches Volumen haben bei den Calls. Hier war es parallel auch bei den Puts. Da muss man auch schauen, wie sich das zusammensetzt. Aber das ist, sage ich mal, immer so der erste Faktor, der entscheidend ist. Ein ganz wichtiger Faktor kommt dann in der Spalte darunter. Das ist die implizierte Volatilität. Hier muss man sagen, dass die implizierte Volatilität aller Optionen ist natürlich dann auch nicht exakt. Man muss dann für den Einzelfall entscheiden, wie hoch ist bei der jeweiligen Option. Ja, die implizierte Volatilität, das ist natürlich von Option zu Option unterschiedlich. Und da sieht man recht gut, wenn wir uns mal hier unten die Grafik anschauen, oftmals dieser Abfall der implizierten Volatilität sind genau die Termine, wo die Quartalszahlen kommen. Oder wo halt irgendwelche Meldungen anstehen, weil da weiß man im Endeffekt, dass eine Meldung ansteht. Dadurch haben wir ja, Optionen, die schon etwas höherpreisig sind, als jetzt vielleicht so sein müssten. Und nachdem die Meldung dann bekannt wird, geht natürlich dann die implizite Volatilität auch nach unten. Und das sind halt, wie gesagt, nur
vorhersagbare Ereignisse, wo man halt nur nicht weiß, in welche Richtung schlägt das aus. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben jetzt hier den absoluten Wert bei der implizierten Volatilität von 0,42. Man sagt häufig, dass so ab 0,5 eine Option teuer ist. Das heißt, wenn die implizite Volatilität über 0,5 ist, dann sollte man eher schauen, vielleicht über andere Varianten zu gehen oder vielleicht auch die Aktie zu handeln. Da gibt es auch gleich Beispiele, wo ich gleich nochmal drauf eingehen werde. Und das ist dann auch vor allen Dingen dann wichtig, wenn man, wie gesagt, auch selber mal eine Option aussuchen möchte oder dann halt schauen möchte, welche Kombinationsmöglichkeiten sind günstig. Und da ist es natürlich, sagen wir mal, in der Phase, wo es wirklich sehr hoch ist, bei MU haben wir den Spitzenwert der implizierten Volatilität, glaube ich, hier in diesem Bereich bei 0,55. Das ist halt jetzt noch lang kein hoher Wert, aber wenn wir jetzt, sag ich mal, vielleicht an die 1 rankommen, ist es sogar besser, wenn man sich dann auf die Seite der Verkäufer stellt und eine Option verkauft. Das sind dann auch so gewisse Quartalszahlenstrategien, weil man ja weiß, dass die implizierte Volatilität abfällt. Aber das sind dann schon, ich sag mal, Strategien, die etwas spezieller sind, auf die wir aber auf jeden Fall ja, im Laufe der nächsten Wochen, wenn die neue Quartalssaison beginnt, dann auch etwas detaillierter eingehen möchten, das eine oder andere dann auch dementsprechend einmal mit handeln. Und das letzte, was hier noch mit im Chart integriert ist, ist der RSI. Ich habe es hier als Standardvariante mal mit eingestellt, mit den Grenzen 30 und 70, die Linien. Ist im Endeffekt nur eine Anzeige, wird vielen oder wird Ihnen jetzt geläufig sein, überkauft oder überverkauft. Und ist natürlich super, wenn man den Zeitpunkt auch bei der Option trifft, wo das Ganze überverkauft ist, wenn das hier unten die Linie berührt. Und Sie sehen, das stellen oft Tiefpunkte dar. Das kann natürlich dann auch noch ein Stück weitergehen. Und das Gleiche gilt natürlich für einen Put. Da ist es auch besser, wenn man hier den Bereich erwischt, wo das Ganze im roten Bereich, also überkauft ist. Aber es ist, sage ich mal, auch auf der anderen Seite so ein Indikator, wenn man schon sieht, es ist wirklich gut gelaufen, die Aktie, die ist jetzt auch im RSI deutlich überkauft, dass man dann einfach eine Korrektur erwartet bei der Aktie, bevor man in eine Option einsteigt und dann nicht gerade in so einer Phase, wo es wirklich stark gestiegen ist, dann halt noch long eingeht. So, ganz einen Moment. Das erstmal zu dem Chart der Aktie. Das sind so die Standardcharts und wenn Sie dann auch mit TradeStation arbeiten, dann kann ich die natürlich dann auch dementsprechend zur Verfügung stellen. Glaube sogar, ja, die bis dahin eingezeichneten Linien müssten auch übernommen werden. Das kann man sich ja gegebenenfalls auch im Chart mit einzeichnen, ist aber nicht ganz so interessant und nicht ganz so relevant. Zeige Ihnen dann eine Variante, wie das viel besser geht und wo man das eher sinnvoll mit einbaut. So, dann kommen wir gleich noch zu dem, ja, zum Chart der Option daneben. Mach das auch kurz mal groß. Also hier habe ich jetzt keine extra Indikatoren mit eingebaut. Das einzige ist der Open Interest. Und da sieht man auch im Endeffekt den Grund, wieso wir hier eingestiegen sind. Leider, es war genau dieser Tag, wo es nochmal einen Anstieg gab vom Open Interest von knapp 25.000 auf 40.000. Das heißt, hier wurde nochmal eine sehr große Investition getätigt. Open Interest sind die bestehenden Positionen genau bei dieser Option. Das heißt, man weiß genau, wie viele offene Calls in dem Fall auf diesen Strikepreis und auf diese Laufzeit gibt es. Es sind über 40.700 hier. Und das ist immer ein Indiz, wenn da große Summen, große Ausschläge in den Markt kommen, auch wie wir es hier haben. Da hat natürlich jemand die ideale Phase genutzt. Das war genau diese Korrekturphase, wenn Sie sich vorhin erinnern, hier
im Chart der Aktie. Und das ist für uns natürlich interessant, wenn jetzt wirklich Großinvestitionen hier getätigt werden, wenn man von diesen ja, knapp, sagen wir, das sind 14, 15.000 Optionen gewesen, die hier auf einen Schlag gehandelt wurden, zu einem Preis von $5,50. Das sind dann schon Optionsvolumen, wo da auf jeden Fall dann größere Hedgefonds dahinter stehen. Und wenn man jetzt mal die 14.000 mal die $5 nimmt, da sind wir bei 70.000 und dann halt immer das Ganze mal 100, weil eine Option entspricht im Endeffekt 100 Aktien. Das heißt, wenn die jetzt $5 kostet, wäre das eine Investition von $500. Sprich, aus diesen 70.000 werden knapp 7 Millionen, die hier auf einen Tag investiert wurden. Und das sind dann schon Größenordnungen, wo wir halt dann genauer hinschauen. Und es ist ungewöhnlich, dass es, wie gesagt, jetzt schon so weit im Geld lag. Das heißt, der Strike-Preis bei den $30 hier schon dementsprechend lange erreicht war. Und es war aber auch genau wieder hier diese Korrekturphase. Seitdem ist MU langsam und solide wieder Richtung letzter Hochkurs gekommen. Das läuft jetzt dementsprechend noch bis, ja, bis zum April. Und auch wenn er, wie gesagt, schon im Geld lag, kann das trotzdem noch eine Position werden, die da weit über 100% bringt. Das wird natürlich dann vor allen Dingen gegen Ende der Laufzeit interessant. Und MU ist, wie gesagt, ein Wert, der sehr stark schwankt. Und da ist es vielleicht manchmal sogar sinnvoller, so eine Option zu nehmen, die, sage ich mal, schon etwas stärker im Geld liegt, da die Schwankungen dort sich, wie ich es vorhin erwähnt hatte, in Grenzen hält, wo der Strike-Preis noch nicht erreicht ist. Da sind die Schwankungen natürlich enorm, gerade wenn es dann hin zum Strike-Preis geht. Kann das vielleicht mal bei einem anderen Beispiel zeigen, was heute zwischenzeitlich auch ganz gut lief. CBS. Da sind wir auch investiert. Bin jetzt wie gesagt simuliert eingeloggt. Kann nicht mehr ganz genau sagen, wo das Ganze hier war. Aber das ist jetzt in den letzten 2 Wochen der Laufzeit. Sie sehen, die $55-Marke, die haben wir jetzt letzte Woche kurz vor Weihnachten erreicht. Hier rechts im Chart, das ist der Strike-Preis der Option. Und wenn wir nur mal die letzten 2 Wochen bei der Option anschauen, da sind wir von 70 Cent im was der tiefste Kurs war, jetzt bis, ja, letzte Woche bis 2,40 gegangen. Das sind dann vom Tiefkurs aus gesehen fast 400% Bewegung. Das hat man natürlich bei einem Wert, wie es jetzt MU mit diesem anderen Call war, lange nicht. Das heißt, da waren wir bei 5, jetzt sind wir bei 6,80. Das sind die Schwankungen einfach nicht so hoch, weil der auch viel teurer ist, die Option, weil die Laufzeit länger ist, weil wir tiefer im Geld liegen, also weiter entfernt sind vom Strike-Preis. Das sind dann immer so die Vor- und Nachteile von Laufzeiten und Strike-Preisen. Grundsätzlich vielleicht eins, die Strike-Preise richten sich sehr, sehr häufig danach, wo, ich will nicht sagen, wo die Post abgeht, aber wo jetzt momentan viele Händler sich positionieren, also wo ein hoher Open Interest ist. Und dort werden wir meistens dann auch mit einsteigen, ab und zu. Kann man dann auch mal noch eine andere Option dort wählen. Das sind häufig die, wo auch die anderen Großinvestoren schon mit im Markt sind. Und das war im Endeffekt auch hier der Grund bei MU. Und das gleiche, das war noch ein Wert, den haben wir letzte Woche auch vor Weihnachten noch eröffnet, McDonald's. Da hatten wir eine Investition an einem Tag, wenn Sie sich den Open Interest mal anschauen, der ist von 60.000 auf über 100.000 nach oben gegangen, waren knapp 5 Millionen, die hier investiert wurden. Und das in der Phase, wenn Sie hier mal schauen, das war McDonald's, die Option hier bei 50 Cent, hier knapp unten beim $89-Marke. Das heißt, die meisten sind auch in der Position noch investiert. Da werden schnell aus 5 Millionen 10, 15, wie Sie das hier sehen. Aktuell ist es ja, je nachdem, wo die sich jetzt hier genau positionieren konnten, über das Doppelte gestiegen, seitdem der Open Interest so stark angestiegen ist. Wir sind etwas später reingekommen, das heißt, wir sind ja momentan eigentlich plus minus null, ich glaube 1,70 etwas in den Markt hier oder etwa in den Markt reingekommen bei dieser Option. Läuft auch nur bis zum 17. Januar, wird dann voraussichtlich aber auch die größten Schwankungen erst in der
nächsten Woche dann haben. Diese Woche stehen auch nicht allzu viele Termine an. Von daher wird es wohl recht ruhig zu Ende gehen, das Jahr. Und der erste Handelstag im neuen Jahr, glaube ich, wird auch nicht ganz so volatil ausfallen. So, dann mal einen Wert. Mit einer extrem hohen implizierten Volatilität, dass man das Gegenbeispiel noch sehen, was ich vorhin gesagt hatte. Da sind wir bei 1,19. Also sag mal, 120% ist da schon impliziert als Volatilität. Und das ist sehr häufig bei Werten, die jetzt niedrigpreisig sind, wie hier NQ, die um die 4 Dollar liegt. Und da sehen Sie, das sind ja Schwankungen, wenn wir mal die letzte Woche nehmen, hatte die Schwankung teilweise von 30% an einem Tag, ohne dass jetzt eine Meldung kam. Und das spiegelt sich dann auch in den Optionspreisen wieder. Deswegen sind solche Aktien fast besser als ja, direkt als Aktie zu handeln, gerade wenn sie auch vom Preis so gering liegen. Und andere Werte sind momentan, ja, so Energietitel, das geht eigentlich noch, SWN oder halt sehr, sehr häufig Pharmawerte. Und da habe ich, glaube ich, auch das ein oder andere Beispiel noch parat. Ja, das ist so ein Pharmawert ZIOP, auch recht niedrigpreisig mit 5 Dollar, aber da haben wir auch 1,1 oder in dem Fall 110%, Sie werden das gleich in Option Station sehen, implizierte Volatilität. Und da lohnt es sich halt dann über andere Formen nachzudenken und nicht einfach einen Kurs zu kaufen, weil da halt schon sehr viel Bewegung in den Optionen mit enthalten ist. Das gleiche gilt für die Puts und das ist, wie gesagt, etwas, was man halt auch sehr, sehr häufig vor den Quartalszahlen beobachtet. So, dann können wir die letzten Minuten. Nochmal zu der Option Station Pro. Lädt noch, ganz kleinen Moment. So, da haben wir das Ganze. Wichtig hier vielleicht, wenn man das erste Mal startet oder installiert, die ist abhängig von der Uhrzeit, die auf Ihrem Rechner eingestellt ist und dem Datum. Sollte dann US-Format haben, sonst kriegen Sie hier bei der Option Station Pro eine Fehlermeldung. Weiß nicht mehr genau, wie die aussieht. Die sollte dann oder ist in der Regel direkt unter dem Symbol, wenn Sie eins eingeben, hier zu sehen. Irgendeine Error-Meldung. Das können Sie über die Einstellung Systemsteuerung recht schnell umstellen. Also nur, dass das Format auf eine amerikanische Zeit angepasst ist. Das heißt, der Monat zuerst kommt, dann der Tag und das Jahr. Und bei der Uhrzeit ist das dann in PM statt in der gewohnten Uhrzeit. Das lässt sich leider nicht anders handhaben, da die Option Station Pro mit den Laufzeiten hier drauf zugreift. Das vielleicht nur noch als Hinweis. Und dann wählen wir hier mal eine Aktie aus. Vielleicht nehmen wir kurz eine aus den Beobachtungslisten, wo heute viel Volumen entstanden ist. War natürlich heute nicht allzu viele. Insgesamt, wie gesagt, das Ganze heute ein recht ruhiger Tag. Ja, EMC, das ist ein Wert, der ist letzte Woche, glaube ich, auch aufgefallen. Erstmal hier kurz der Blick in den Chart.
Da sehen Sie das, was ich meine. Zum Beispiel hier wirklich heute 61.000 in extrem hoher Ausschlag, Kohlevolumen 23.000 sind sonst der Durchschnitt über die letzten 8 Tage gewesen, also fast das Dreifache vom durchschnittlichen Kohlevolumen. Wir haben ja der RSI jetzt auch wieder ein Stück zurückgegangen und hier kann man fast ja da sicher da sein, dass hier so eine leichte Korrektur, die es ja heute gegeben hat, für einen neuen Einstieg genutzt wurde. Vor allen Dingen, nachdem wir jetzt wirklich fast 2 Wochen einen soliden Anstieg zu einem neuen Hochkurs hatten. Aber das ist jetzt etwas, das muss man dann schlussendlich über die Option Station Pro rausfinden. Das heißt, ich gebe EMC einmal ein. Ist drin, okay. Und dann kann ich hier die einzelnen Laufzeiten anklicken. Das sind immer die Laufzeiten, wo die Optionen auslaufen. So, das ist ganz interessant zu sehen. Also Sie sehen erstmal eins, hier der Open Interest, das ist im Endeffekt das, was schon vorhanden ist als Position in dem jeweiligen Call. Links haben wir immer die Call-Seite, rechts die Puts. Und dann die Spalte, die jetzt sich vor dem Open Interest befindet, das ist eigentlich die, die für heute relevant ist, das Volumen, was heute entstanden ist, also was dann respektive zu dem bestehenden Open Interest noch hinzukommt. Oder teilweise können es auch Schließungen sein, das kann man erst am nächsten Tag dann wirklich genau sagen. Aber wenn der Open Interest kleiner ist, als was wir als Volumen schon haben, dann kann man davon ausgehen, dass es neue Öffnungen waren. Und es wird bei EMC auch der Fall sein. Das heißt, fast alles, was wir am Volumen heute gesehen haben, bezieht sich hier auf den Januar. EMC steht aktuell bei $30, also sehr viele Optionen, muss man sagen, die hier schon den Strike-Preis erreicht haben. Das halte ich jetzt nicht wirklich für interessant. Aber das ist, wie gesagt, die etwas sichere Methode, wenn man halt davon ausgeht, dass das Ganze ja vielleicht nur leicht steigt, hat man dann bessere Chancen hier mit etwas, wo der Strike-Preis schon deutlich erreicht ist, kleinere Gewinne mitzunehmen. Riskiert natürlich auf der anderen Seite, wenn es stark fällt, auch etwas mehr Geld, weil die teurer sind oder kann weniger kaufen, wenn man so nimmt. Aber Sie sehen, alles, was jetzt um die 30 liegt, da wurde wenig gehandelt. Einer war hier etwas bei 2500 haben wir hier auf 33, aber ich vermute mal, dass es vielleicht sogar schon Schließungen waren. Da liegt der Bitpreis jetzt bei 4 Cent, der Ask bei 7. Also es ist unrealistisch, dass wir jetzt noch eine Bewegung von knapp 8-9% in den nächsten 2,5 Wochen sehen. Möglich ist es natürlich, aber dadurch ist die Option auch dementsprechend ja, niedrig jetzt vom Preis, wenn man so nimmt. Aber hier setzt man insgesamt, wenn man sich die Optionen davor anschaut, auf ja, einen weiteren Anstieg bei EMC jetzt bis zum 17. Januar. Wir haben jetzt von der Laufzeit sowieso etwas kurzfristig. Und hier sieht man auch den Bereich implizierte Volatilität. Und da sehen wir, das ist bei den Optionen, die jetzt so in der Nähe des Strike-Preises liegen, eigentlich alles recht gering. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass man irgendwo zu viel zahlt für eine Option. Man kann, glaube ich, auch noch eine Spalte hier einfügen, was dann den, ja, den Warenpreis, den berechneten Preis anbelangt. Da sieht man so, wie viel weicht das aktuell jetzt vielleicht von dem aktuellen Kurs ab. Das ist auch noch ganz interessant, aber ansonsten sind es die ersten 3 Spalten, auf die ich im Endeffekt hier schaue. Volumen, Open Interest und implizierte Volatilität. Und natürlich dann, wo ist Bid und Ask, wo könnte ich jetzt mich hier positionieren? Ich sag mal, Theta Gamma Delta, da werden wir Anfang nächstes Jahr, des nächsten Jahres auch mal ein Webinar oder ein Optionswebinar speziell darüber durchführen, auch zu ein paar anderen wichtigen Kennziffern, wo ich das nochmal explizit erläutere und dann natürlich auch das Ganze aufzeichne, um es Ihnen im Nachhinein zur Verfügung zu stellen. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn wir gerade bei EMC sind, für die letzten Minuten, wenn wir jetzt hier eine Position öffnen wollen, sagen wir mal, nehmen,
Ja, die auf $26. Kann man hier direkt auf den Ask klicken, dann wird das unten als Position jetzt schon bei theoretischen Positionen mit eingestellt. 2D-Graph sieht man, was wäre jetzt Gewinn und Verlust. Nehmen wir mal eine Option, die kostet aktuell 4, was steht hier, 4,58. Das heißt, ich könnte jetzt $458 verlieren, wenn es halt unter die Marke von $26 fällt, was der Strikepreis ist. Und dann sehen Sie unten dargestellt die einzelnen, ja, Preise. Und wenn ich mit der Maus halt hier nach oben gehe, kann ich dann immer ablesen, wenn es jetzt bis zum Ablauf auf 35 steigt, gewinne ich $440. Und wie gesagt, die blaue Linie ist dann immer der Gewinn und Verlust zum Ablauf der Option. Und die weiße Linie ist, sage ich mal, der Gewinn und Verlust zum heutigen Zeitpunkt. Deswegen auch der kleine Unterschied, was dann im Endeffekt auch der Zeitwert ist. Handeln werde ich das aber in der Regel bei einfachen Calls immer über die Matrix. Das heißt, ich habe das hier verlinkt. Klicke das irgendwo vor dem Bid and Ask an. Dann sehen wir hier die Matrix zu der Option. Ich sehe jetzt hier den Preis, okay, $4,60. Und kann jetzt als Beispiel eine Option hier Limit einstellen. Ich denke, im Live-Handel würden Sie jetzt eine Ausführung zu 4,60 auf jeden Fall bekommen. Beim simulierten Handel muss man immer etwas Geduld haben, da wir jetzt nur wenige Minuten haben bis zum Börsenende. Ziehe ich es einmal hoch auf 4,65 und dann ist man hier schlussendlich im Markt. Das Symbol nehme ich dann auf meinen zweiten Bildschirm, wo ja einmal die Aktie zu sehen ist, die mit dem Chart verlinkt ist, den wir vorhin erklärt hatten. Die Option dann mit dem zweiten Chart, das ist blau verlinkt. Dann kann man die jeweils direkt anklicken und das Schöne ist halt, dass man sich hier dann auch gewisse Alarmfunktionen einstellen kann. Wenn jetzt die Aktie ein gewisses Preisniveau erreicht hat, kann ich das Ganze dann hier dementsprechend ja einstellen und mir den Alarm ausgeben lassen. Und das geht natürlich auch bei vielen anderen Sachen und auch bei den Optionen. So wird man dann, gerade wenn man mehrere Werte hat, dementsprechend erinnert, dass jetzt gerade dort die untere Grenze, die obere Grenze vielleicht erreicht ist. Und so behält man auch den Überblick über mehrere Werte. Und die Workspaces stelle ich dann aber auch genauso zur Verfügung wie den vorhin dargestellten Chart. Denkt, da werden wir sicherlich morgen oder auch in den nächsten Tagen nochmal die Möglichkeit haben, etwas dazu zu zeigen, etwas dazu zu erklären.